Abschlussbewerb. 3 von 8 kommen aus deinem Trainingsquartier. Alle zumindest mit Chancen auf ein gutes Geld. Geld kriegen sie eh alle, sofern sie nicht springen. Da hast du vermutlich recht. Von der Augenscheinlichkeit her ist das so. Auf Bauer, wenn du den ansprichst, ein Pferd, das sehr gut in der Form läuft und auch immer wieder platziert ist, hat den kleinen Manko, dass er bis jetzt bei mir, bei uns noch kein Rennen gewonnen hat, aber es wird sich auch ändern. Ich gebe die Hoffnung nicht auf und Mr. Magic geht ganz gut bei so einem Wetter, wenn es etwas klebriger ist und ich denke auch der macht gute Figur heute. Und auch der Theo, wenn da alles passt. Wir haben es ja zuletzt angesprochen, er kennt den Bänderstadt in Österreich nicht. Zudem noch, ob man so einen Start ablässt, ist eine andere Frage. Aber da waren mehrere Nachteile und somit die Maria eigentlich ohne Chance. Aber wenn der Rennverlauf passt, dann ist auch sie immer wieder für gute Resultate stark genug. Ja, das ist wieder so, wenn wir jetzt beim Liefern sind, die hat noch nicht geliefert das, was sie versprochen hat. Ja. Aber nicht versprochen hat irgendwo in Schweden oder sonst wo, sondern das, was ich gesehen habe. Und deswegen, glaube ich, wird der Knoten schon einmal platzen. Ich glaube auch, dass sie bei dem Wetter da gut geht. Ich denke, mit ihrem Geläuf und so weiter kann sie gut auf etwas klebrigem Boden sich bewegen. Ich glaube allerdings, Omega Man ist nicht zu schlagen. Wir haben von Pflichtsiegen gesprochen. Wie gesagt, Pflicht, blödes Wort, aber der Omega Man natürlich mit dem aktuellen Formenbild, auch da erwartet sich jeder Spieler und jeder auch neutrale Zuschauer einen Sieg. Wenn man nach den Leistungen geht, wie er momentan läuft, ja, aber du kennst ihn noch nicht. Ja, ich bin ihn einmal gefahren in Tagelfing, da war ich Zweiter. Ist ein super Pferd, keine Frage. Natürlich ist es nicht leicht, hinter 3 Siegen nachzufahren. Und ja, auf dem Weg ein Schwarzgris, der hatte eine OP. Ich glaube, er ist kastriert. Alles Gute und gute Besserung und hoffentlich wieder bald auf der Bahn zu sehen. Tolles Pferd und ich warte auf die Anweisungen vom Trainer. Und dann lassen wir mich überraschen, aber ich freue mich auf die Fuhr.